Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Heute Webinar Indexanalyse nach der Perlentauchen-Methode mit dem Agena Trader, natürlich mit dem Agena Trader Spezialisten Carsten Berger. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie auch im Namen von FX Flat ganz herzlich zum Webinar heute begrüßen. Ich bin gespannt, was der Carsten uns heute zeigt. Ich hoffe, Sie auch. Und ich würde sagen, ich mache direkt den Risikohinweis, damit Carsten direkt loslegen kann. Ganz wichtig, das Webinar dient wie immer nur zu Informations- und Schulungszwecken und am Ende müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, ganz wichtig, egal was im Webinar gesagt wird, verstehen Sie das Ganze weder als Handelsempfehlung noch in irgendeiner Art und Weise als Anlageberatung. Ja, das von meiner Seite und der Seite von FX Flat. Carsten, wenn du bereit bist, gebe ich dir den Bildschirm. Dann gib mal rüber. Fragen habe ich mir schon extrahiert. Ich schmeiß rüber. So. Ja, perfekt. Dann wünsche ich viel Erfolg. Dankeschön, Florian. Dann bis später. Okay, liebe Perlentaucher, ich freue mich, dass ihr wieder zahlreich dabei seid. Die monatliche Serie mit FX Flat zusammen, meine Perlentauchen-Methode in den Aktien. Ganz kurz, das habt ihr schon gehört, eben von Florian, hat er schon toll gemacht. Wenn ihr ein Video euch anschaut, könnt ihr das euch natürlich nochmal in Ruhe durchlesen. Risikohinweis, ganz, ganz wichtig. Auch nur ganz kurz überflogen. Ich bin immer noch 53, Carsten Berger, von die Beruf bin ich Diplom-Verwaltungswirt, lebe 10 Kilometer südlich von Berlin in Rangsdorf, bin gebürtiger Berliner. Und während ich das gesagt habe, habt ihr euch mit Sicherheit die Daten so ein bisschen zu mir durchgelesen. Wer noch nicht bei FX Flat ein Konto hat und dort eins eröffnen möchte, der kann 2 Gratisstunden maximal bekommen. Und zwar, wenn ihr auch noch ein Agena Trader Produkt kauft, die Andromeda Version eventuell, wenn es so sein soll, dann auf die Seite gehen bei mir tradercoach.de Leistungen und Services. Und dann auf das Logo jeweils klicken, dann kommt ihr dort in den Shop. Schreibt mich bitte vorher an, wenn ihr das macht und ihr könnt dann jeweils eine Coachingstunde bekommen, wenn ihr dort ein Konto eröffnet oder halt die Agena Trader Andromeda Version bekommt. Entweder zu meinem Trading-Stil oder halt zum Agena Trader. Das können wir alles in einem persönlichen, kostenlosen Gespräch vorher schon festlegen. Und ja, ich denke mal, das ist eine gute Sache. Was erwartet euch? Klar, minimalistisch erklärt die Idee der Perlentauchen-Strategie. Das Video Nummer 1 aus dem Januar könnt ihr euch gerne anschauen bei FX Flat in der Videothek, in der Mediathek und oder bei mir auf der Homepage. Da findet ihr auch dieses Video, wo es etwas tiefer erklärt wird. Hier nur mal ganz kurz überflogen, damit man überhaupt weiß, um was es geht. Dann schauen wir uns die Märkte an. Klar, die Indizes, da schaue ich immer zuerst drauf. Deswegen heißt das auch Indexanalyse. Der Beginn einer täglichen Analyse, die ich mache, um dann am Ende eine Aktie zu finden, die ich dann halt kaufe oder verkaufe. Dann schaue ich mal nach einer Aktienperle. Ich habe jetzt heute gar keine Aktienperle vorbereitet. Deshalb mache ich das, versuche ich live eine zu finden. Mein System hilft mir dabei. Schauen wir mal, was da der Agena Trader heute ausspuckt. Und eure Aktien im Blick natürlich. Schreibt mir einfach bei den Fragen rein, welche Aktien ich mal draufschauen soll und durch den Chart der Perlentaucheranalyse mal durchjagen soll. Entweder habt ihr die Aktie oder ihr wollt sie kaufen. Oder vielleicht nachkaufen. Mal sehen, was ihr mir da bringt. Was ist also das Screening nach der Perlentauchen-Methode? Index fängt die Sache immer an. Da müsst ihr natürlich wissen, wie sind die Märkte überhaupt gestrickt? Wie sieht das die Gesamtsituation aus? Fällt der Markt in der Breite Amerika, Deutschland, anderes Ausland, kleinere Märkte? Emerging Markets und so weiter, da gucke ich gerne mal drauf, um zu sehen, wo bewegt sich denn das Geld hin. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie treffend, sage ich mal, die Analyse so ist. Das ist natürlich keine 100%ige Trefferquote, das ist klar. Aber es gibt halt doch ein Gefühl dafür, in welchen Markt ich doch eher rein sollte oder mal einen Fuß reinhalten sollte oder mich eher von entfernen sollte. Und das können wir auch wieder ganz gut sehen.
Indexanalyse mache ich zum einen, um festzulegen, na, welchen Index nehme ich jetzt zum Beispiel, um Long zu handeln. Und Long jetzt nicht den Index, sondern dann daraus eine bestimmte Branche und daraus einen bestimmten Aktienwert. Da brauche ich erstmal eine Vorgabe, ist es eher in Deutschland, wo ich nach Aktien suche, oder ist es gerade Amerika? Sind es eher die größeren Werte oder sind es eher die kleineren Werte? Und natürlich kann ich das Indizes-Analyse-Tool dazu benutzen, das Timing zu bestimmen. Ne? Aus der Korrektur herauszukommen, zu sagen, okay, die Gesamtsituation ist in Ordnung, der Markt wäre beispielsweise long, ist korrigiert der Index, dann kann ich sagen, okay, jetzt kann ich reinschauen in Aktien, die vielleicht in einer Umkehrsituation sind. Genauso kann ich mein Depotrisiko darüber steuern und sagen, okay, welcher Index ist im Moment der führende und welcher Situation befindet sich der Index und was hat das für eine Auswirkung auf mein Depot? Ne? Also wenn der Markt jetzt relativ hoch gewesen ist und fängt an zu korrigieren, dann muss ich mir überlegen, wie handle ich das mit den einzelnen Positionen? Wenn ich einen Index bestimmt habe, beispielsweise, ich sage Nasdaq Amerika, dann gucke ich nochmal auf die Branchen, die dort gerade laufen. Ist es eher Biotech oder ist es doch eher die Chip-Branche? Dann wähle ich dort die entsprechende Branche aus, gucke mir an, ist dort der Branchenindex eher in einer gesunden Formation unterwegs und befindet sich in einer Korrektur? Dann habe ich auch diesen Gedanken des Timings Rechnung getragen. Und am Ende steht natürlich auch die Aktie, und zwar sind es im Index eventuell ja beim Nasdaq 100, 100 Aktien, die da drin wären, wenn ich mich für die Nasdaq entscheiden würde. Das werden wir ja gleich sehen, was da eher im Vordergrund steht. Oder in der Branche, wo mehrere Aktien auch zur Auswahl stehen, da muss ich halt die Aktie nehmen, die für mich am besten ausschaut. Auch hier unterstützt mich der Agena Trader mit einem mächtigen Tool und analysiert letztendlich die Werte. Mal schauen, was er uns heute da ausspuckt. Letzte Mal bei dem Webinar, was ich hatte, war es VW. Und die war nicht so schlecht, ich glaube bei 197. Und dann war sie zwischenzeitlich bei 250. Also ist nicht immer ein Treffer, aber wer das letzte Webinar sich angeschaut hat, weiß nicht, ob es jetzt bei FX Flat oder bei einer anderen bekannten Broker war, da kann man das auch sehen. Und dann kommt das Ding entweder auf die Watchlist oder wenn wir sagen, zack, das ist jetzt das Signal, das gefällt uns, dann stellen wir natürlich auch die Order rein und das wäre dann direkt ein Handel. So, und du guckst mal die Grundgedanken, der dahinter steht. Und jetzt wird es ja wirklich langsam, der April nähert sich und langsam wird es knapp. Ich erhöhe den Preis dieses Tools für den Agena Trader auf 1290, vorher hat er 990 gekostet. Kündige es ja schon, glaube ich, seit Anfang des Jahres an, damit das, sage ich mal, auch fair ist, dass die Leute es wissen. Wer sich also anmeldet und der Meinung ist, er muss im Dezember erst das machen und Interesse hat, der kann sich jetzt bei mir einfach registrieren oder mich anschreiben über meine Homepage oder meine E-Mail-Adresse und sagen, hey, ich will das machen. Dann wird er registriert und bekommt dann natürlich auch noch den alten Preis von 990. Wer dazu Fragen hat, kann man ja kurz lesen. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt ist im Endeffekt. 5 Coachingstunden live 1:1 via Zoom mit Zugriff auf deinen Rechner, mit der Installation des Add-ons auf den Agena Trader aufgesetzt, Funktionsüberprüfung, Kontoanschließung und Datenfeed-Anschließung und Aufnahme in die Perlentauchergruppe und dort eine Mitgliedschaft für 6 Monate kostenlos, die übrigens jetzt auch erweitert worden ist bis zum Ende des Jahres. Kleiner Corona-Bonus von mir, also wer da zugreift, ist jetzt bis zum 31.12.2021 mit dabei. Okay, das dazu. Wer da Interesse dran hat, einfach mal eine E-Mail an cb@tradercoach.de schicken und dann machen wir einen Termin aus und unterhalten uns einfach mal. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf meinen Rechner schauen, euch das Tool nochmal in Ruhe anschauen und dann einfach individuelle Fragen stellen. Okay, dann schauen wir uns mal den Agena Trader an. Wie immer kommt er von rechts reingeschwebt. So, da ist er. Wie in einem Buch, sage ich mal, lese ich immer von links nach rechts und so ist der Arbeitsstil auch in dieser Software. Muss ich sagen, ich fange mal links oben an. Finanzkalender, Fundamentalscreener, wenn das mal benötigt wird, dann nutze ich auch dieses Element.
Dann kommt das Marktklima schon und dann sieht man, wie sich das aufbaut. Märkte, Welt, ETF vergleiche ich dann. Dann habe ich EU-Sektoren, einen Screener für EU, US-Sektoren, einen Screener für US-Werte, eine Watchlist für Woche auf der Europa-Seite, US-Woche, Long-Short-Liste, eine Handelsliste, wo nur Werte drin sind, die ich dann an diesem Tag handeln möchte, ein Depot, eine Trades-Aufstellung und eventuell auch für Intraday die entsprechenden Einstellungen. Und da arbeitet man sich halt durch. Das ist immer die gleiche Struktur, relativ langweilig, immer von links nach rechts durcharbeiten, um dann im Endeffekt am Ende zu einer Entscheidung zu kommen, eine Aktie zu kaufen. Erstaunlich ist ja, dass in der letzten Woche der Eurostoxx 50, glaube ich, im Mittelfeld war. Der hat jetzt hier, sagen wir mal, Position Nummer 1 übernommen, zusammen mit dem FDAX Future und der DAX Kasse quasi, unter den ersten dreien. Dann kommt meine Benchmark, der Welt ETF. Das heißt, wenn ich keine Aktie, wenn ich keine Branche und wenn ich keinen Index kaufen möchte, der speziell auf ein Land ausgerichtet ist, dann nehme ich doch einfach den Welt-ETF, dann bin ich ja auch nicht so falsch. Ja, der hat jetzt eine Monatsperformance gemacht in den letzten 20 Handelstagen von 2%. Die anderen haben 5% hingelegt und man sieht, es wird immer schlechter nach unten hin. Bis zu 8% hat Silber verloren, 3% Gold im Monat. Und deswegen ist es schon wichtig, sich mal zu orientieren, was dort passiert ist. Und wenn ich long gehen will, will ich natürlich auch Indizes haben, die sich hier oben aufhalten, ja, wie so eine Platzierung in der Bundesliga-Tabelle. Da sind die europäischen Werte jetzt wieder erstarkt, die amerikanischen Werte, ja, die großen, die stellen sich quasi gleich auf mit dem Welt-ETF. Und dann kommt im Endeffekt der große Wandel, das ist der Russell 2000. Und zwar in dem Fall der Value, den ich hier drin habe. Und der war vorher immer unter den ersten zwei, den ersten drei Plätzen. Und der hat jetzt wirklich abgegeben. Man sieht das auch hier in der Woche. Da minus 7%. Und auch ein großer Player. Ja, beim letzten Webinar war Öl noch weit vorne. Und die haben jetzt in der letzten Woche doch 10% abgegeben. Ja, in der Monatsranking noch ganz gut, aber das, was sie draufgepackt haben im Monat, haben sie jetzt mal wieder abgegeben. Also gerade Ölwerte sind da recht arg unter die Räder gekommen. Aber so ist es halt. Man rechnet mit einer Fortsetzung, aber irgendwann ist das Ding natürlich auch zu Ende und dann fängt auch mal eine Korrektur an. Logisch. Ist ja nichts Neues. So, Eurostoxx. Schauen wir uns mal den Eurostoxx an. Wie sieht das Ding aus? Letztendlich hat es lange, lange gedauert, bis der mal ein bisschen auf Betriebstemperatur gekommen ist. Wo befindet er sich jetzt? Ja, vor so einem roten Widerstand logischerweise. Das ist der Wochenwiderstand. Und genau hier in diesem Bereich hat er im Endeffekt so einen Peak ausgebildet. Und dann hat er erstmal korrigiert und wird immer an den Tiefs auch wieder nach oben gekauft. Kein schlechtes Zeichen, aber die Trendbewegung geht hier gerade hier korrekturmäßig nach unten. Wenn wir uns das mal auf der Woche auch anschauen, dann sehen wir, ich mache das mal größer, der Wochenchart, da haben wir jetzt quasi so eine Art Doppeltop-Möglichkeit auf hohem Niveau, sage ich mal. Und da muss man schon schauen, dass man hier nicht gerade mal, sage ich mal, jetzt weggebügelt wird. Ich würde logischerweise jetzt hier keinen Kauf eingehen im Eurostoxx. Warum? Weil ich nicht auf den Ausbruch gehe, sondern immer nur aus der Korrektur. Das heißt, wenn ich wieder zurückschalte in den Tageschart, wenn ich hier auf einen Ausbruch spekuliere, werde ich ja hier schon schön unter ein bisschen unter die Räder gekommen. Das heißt, ich muss abwarten, bis er entweder vom Szenario oben drüber hinausgeht, was ja jetzt nicht unmöglich ist. Ja, er macht den und kommt dann wieder zurück. Das wäre dann jetzt hier dann meine Situation, hier einen Einstieg zu finden. Es kann natürlich auch noch tiefer kommen, aber ab dieser Situation würde ich dann suchen. Oder aber ich bin ein bisschen risikofreudig und sage mir, naja, hat er den Ausbruch vielleicht schon mal hier probiert, reicht mir das schon? Und wie reagiert er dann im Endeffekt auf diese Situation? Das heißt, ich könnte probieren,
jetzt hier schon aus dieser kleinen Korrektur heraus zu versuchen, eine Position aufzubauen, die aber nicht so groß wäre wie die in Situationen, wenn ich hier ausbreche und wieder zurückkomme. Das heißt, alles immer auf Aktien gesehen, könnte man jetzt hier ein Screening im Eurostox machen, ja, oder europäische Aktien, die etwas größer sind, also ähnlich wie im Format von Dow 30, die ja auch besser laufen letztendlich als die Nebenwerte auf dem amerikanischen Gebiet. Und von daher kein schlechter Wert, kein schlechter Index, wo ich halt dann nach Aktien suchen könnte. Was auch mir auffällt, ist das extrem hohe Volumen. Und zwar hier am 17. haben wir ein extrem hohes Volumen. Jetzt muss ich mal in den anderen gucken, im DAX Future mal kurz. Haben wir das da auch? Nee, haben wir nicht. Okay, und man sieht, dass hier, wenn ich mir das mal einzeichne, dieses hohe Volumen an dieser Tageskerze, dass der Bereich im Endeffekt gehalten werden sollte, wenn man darüber hinaus ausbricht. Ist aber nicht der Fall. Drüber gegangen, drunter geschlossen und seitdem dipsen wir da immer gegen und kommen nicht so richtig drüber. Das heißt, wenn ich jetzt hier einsteige, muss ich damit rechnen, dass der eventuell hier wieder dreht. Also präferiere ich folgendes Szenario, nämlich das der grünen Linie. Ja, also momentan die Füße stillhalten für die europäischen Werte, abwarten, wäre jetzt meine Strategie, der Index zieht an, kommt in eine Korrektur und dann suche ich halt. Dann habe ich auch dieses wieder als Unterstützung unter mir, wenn es genommen wird. Und so muss ich mich da mühselig durchackern und komme dann vielleicht unter die Räder, wenn ich das große Bild sehe, nämlich hier die Woche. Hier war also, sag ich mal, eine Ausnahmesituation der Corona-Virus, der in Erscheinung getreten ist. Das kann jetzt wahrscheinlich jetzt nicht mehr uns so sehr überraschen, aber vielleicht haben wir ja noch andere Überraschungen parat. Also die Korrektur könnte ruhig noch weiter runtergehen, bevor ich dann anfangen würde, den einzusammeln. Also Ausbruch abwarten, Korrektur und dann tätig werden. Schauen wir uns mal den DAX Future an. Der hat das ja gut gemacht. Wie gesagt, okay, man kann da auf einen Ausbruch spekulieren beim letzten Webinar. Bin ich nicht so der Freund für, aber wenn er es machen will, bitte mit einer kleineren Position. Das ist hier so in dem Sinne gelungen. Aber ich habe gesagt, okay, lieber die Branche anschauen. Und dann kamen wir ja letztendlich auf die VW-Aktie. Und da war das ja nicht so der schlechteste Einstieg. Was haben wir hier für eine Situation im Tageschart? Waren ja lange seitwärts gelaufen hier in diesem Bereich. Ja, lange gedauert. Die Volatilität hat abgenommen, das Bollinger Band ist zusammengelaufen, das haben wir gesehen, um dann weiter auszubrechen und dann am Top hier oben bei 14.800, kurz vor der 15.000, so einen Umkehrstab hinzulegen. Und der Bereich um die 14.400 dient hier so als Unterstützung. Das ist auch das erhöhte Volumen, was man hier sieht bei dieser Ausbruchskerze, an dem Hoch der Kerze. Und solange das hält, ist das in Ordnung. Würde den Wert jetzt weiter noch korrigieren lassen bis auf die 14.500, um dann nach einem Einstieg zu suchen in eine Branche, die halt dann auch weiter oben steht im deutschen Bereich. Können wir gleich mal gucken. Was passiert mit dem 20er? Ne, Durchschnitt, also das mittlere Bollinger Band läuft weiter nach oben und letztendlich, wenn wir noch ein paar Tage Zeit geben, kommen wir genau hier in so einen Kreuzbereich, wo der Markt aufgefangen werden könnte und die ersten wieder neu einsteigen könnten. Ne? Also der DAX Future sieht nicht schlecht aus, also ergo der DAX, könnte man sich also deutsche Werte anschauen. Die Kasse, ja, sieht im Endeffekt genauso aus, hat hier ein Gap hingelegt einmal, auch nicht so schlecht. Und dieses Gap, mal schauen, ob es gehalten hat, muss ich einzeichnen. Wir sehen, wir haben zwar Kurse darunter, aber alle Kurse schließen an der unteren, über dem unteren Bereich des Gaps, des Aufwärtsgaps. Das ist schon mal nicht schlecht. Schauen wir uns das Volumen an, dann ist das hoch und sollte der Markt jetzt hier drüber über die 14.700 gehen, dann besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass er diesem Niveau etwas weiter nach oben geht. Also wir schlägen hier auf diesem Korrekturniveau ein und haben dann die Möglichkeit, etwas davon zu profitieren, vielleicht ein neues Hoch zu machen.
Das sind im Endeffekt die drei Werte, die die Benchmark schlagen, nämlich den Welt-ETF. Schauen wir mal an, wie der aussieht. Der ist auch in einer Korrektur. Der Verlauf ist natürlich noch völlig intakt, wie man sieht. Und von daher konzentrieren wir uns nicht auf den Welt-ETF. Wenn man keine Zeit hat, nimmt man den. Da brauche ich ja nicht diversifizieren. Da ist ja im Endeffekt verschiedene Länder mit verschiedenen großen Unternehmen drin. Aber wir wollen ja im Besser sein. Amerikanischer Markt, der Dow, hat Nasdaq und S&P 500 abgelöst. Und man sieht hier sehr schön, wie die Dynamik dazu nahm, Durchbruch. Und jetzt haben wir hier die Korrektur, logischerweise. Und auf dem großen Bild der Woche, wenn wir es mal zusammenschieben, dann sehen wir neues Allzeithoch und kommen jetzt wieder zurück. Und das ist eigentlich ein schönes Niveau. Warum gefällt mir das? Wieder so ein Kreuzbereich, der 20er läuft nach. Das wird sehr, sehr oft beachtet oder in diesem Bereich finden dann halt oft Unterstützungsbereiche statt. Und wir haben hier ein hohes Volumen und zwar genau an dieser schwarzen Kerze da und an dieser schwarzen Kerze dort oben. Und dieser Bereich, genauso wie hier, hat dazu geführt, dass wir jetzt einen guten Unterstützungsbereich bestimmt bekommen werden. Und ein Szenario, was ich hier bevorzugen würde, wäre, Markt kommt noch etwas zurück, bildet hier einen Umkehrstab oder halt ein Powerbar, also ein Powerbar fängt sowas hier, so eine Kerze aus und ditcht nochmal kurz drunter unter dieses Niveau, um dort eventuelle Stops oder sowas abzuholen. Also deutscher Markt, die führende DAX 30 ist gut und der führende Markt in Amerika Dow 30 sieht von der Verfassung her immer noch top in Ordnung aus. CDAX, ja, den schaue ich mir sehr gerne an. Das ist halt quasi so 600 Aktien sind da drin, die halt, sagen wir mal, den Querschnitt der gesamtdeutschen Aktien verkörpern. Der sieht auch noch, wenn man mal sich das in der größeren Historie anschaut, noch sehr gut aus. Alles okay. Und jetzt kommen wir mal zu dem Russell 2000 Value, der ja vorher auf Platz 1 und 2 war und die Aktien, die da drin waren, im Endeffekt immer noch sehr gut performt haben. Wir sehen, dass der Russell immer noch eine gute Performance hingelegt hat von fast 45%, während die Nasdaq, glaube ich, ungefähr so bei 22 lag im Vergleich zum selben Zeitraum. Jetzt hat der Russell um 10% korrigiert, auch relativ straight, so mit ein paar Unterbrechungen. Kurz mal wieder nachgekauft, dann wieder zurück. Und jetzt ist er unter dem 20er und jetzt müssen wir uns mal das Volumen anschauen. Da fällt dieser Peak hier auf, Volumenpeak, und zwar genau an dem Hoch. Wenn ich das da einzeichne, dann sehen wir an dem weißen dieses Volumenhoch und derselbe Volumenspike hier runter. So, und wenn diese Zone nicht hält, mit einem Schlusskurs darunter, den nächsten Tag hat es geklappt, ja, so ein Hammer. Jeder dachte, es geht weiter. Das ist dann halt noch positiv. Schließt der Markt runter, mich schon vorsichtiger. Man sieht, der nächste Tag schließt genau wieder da drauf, nachdem wir wieder Niedrigkurse gesehen haben. Dann kommt nochmal ein großer Fake drüber. Der Markt schließt aber wieder drunter. Auch wieder bei erhöhtem Volumen. Das heißt, in dieser Zone liegt jetzt irgendwie mal, sag ich mal, der Hase im Pfeffer. Und da müssen wir erstmal drüber weg. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt, wie der Markt wieder nach oben kommt, bereit sind, zu diesem Preis wieder zu geben, weil sie nämlich nicht hoffen oder denken, dass der Markt eventuell wieder höher geht. Ja. Wie gesagt, ich handle jetzt nicht hier den Russell 2000 als ETF, sondern natürlich die entsprechenden Aktien, die sich dahinter verbergen. Und deshalb ist der Markt im Moment, solange noch keine starke Umkehrsituation kommt, für mich jetzt erstmal aus dem Rennen. Die meisten Aktien, die long gehandelt wurden, zum Beispiel jetzt in dieser Phase, bei dem Ausbruch, ne, aus dieser Seitwärtsphase heraus, oder auch schon weit vorher aufgenommen wurden, da unten, die sollten jetzt eventuell ausgestoppt worden sein oder Teilgewinne schon mitgenommen worden sein an dieser Situation. Spätestens hier oben aus dieser Situation rauszugehen und Stops in den Einzelpositionen der Aktien ranzuführen, weil ja die Situation hier kritisch ist und ich weiß, eventuell korrigiert der weiter runter. Wenn ich jetzt an der Seite stehe und keine Position habe, dann muss ich schauen, okay, was macht dieser Markt, dieser Nebenwerte Markt jetzt?
im kausalen Zusammenhang mit den anderen Indizes. Und dann sehe ich halt im Moment keine Situation, die mir zeigt, dass der Markt hier dreht. Wo kann er ungefähr anhalten? Muss ich mir das Volumen anschauen? Habe ich hier eine Situation, wo das Volumen erhöht ist und wo sich dann die Marktsituation geändert hat? Nicht so hoch das Volumen wie da, aber immer noch über dem Durchschnitt ist diese Kerze. Und an den beiden Tagen sehen wir, wie der Markt versucht hat, diese Range irgendwie abzuarbeiten. Und dann kam am nächsten Tag der Ausbruch. Der Markt hat sich etabliert, lief einfach weiter, bis sich hier oben das Schauspiel wieder, das Szenario umgedreht hat. Sehe ich mal das Gleiche. Wir sind jetzt in dieser Zone. Also was ist naheliegender, als dass ich mir sage, okay, der Markt könnte nochmal einen Schwung machen, nachdem er ganz schön abgegeben hat. Aber wo würde ich gerne einsteigen, wo mein Risikoprofil ungefähr noch, sage ich mal, stimmt? Und welches Szenario würde dahinter sich verbergen? Ich mache das mal etwas größer, den Tageschart. So. Also, wenn der Markt das Wetter runterkommt, dann wäre es doch schön, wenn er genau diesen Punkt hier austestet, vielleicht nochmal drunter geht, hier in dem Bereich einen Hammer abbildet. In welcher Zeitrange das passiert, weiß ich nicht. Ich kann seitwärts gehen, aber das wäre ein schönes Szenario, weil ich ja hier nochmal in diesen Bereich komme, wo die Unterstützung etwas höherwertiger ist, weil der Markt dementsprechend auch noch das Volumen hinterlegt hat. Ja. Nächste Station wäre dann schon das hohe Volumen hier unten, ja, hier links, zack, hier in dem Bereich. Man könnte auch noch mal weiter runtersacken, dann ist aber die ganze Situation schon wieder nicht so schön, weil wenn wir dann wieder hochkommen, passiert ja nichts anderes, als dass der 20er ja hier langsam anfängt runterzudrehen. So, und je länger das dauert, dass er hier irgendwann ankommt und da dreht, desto schwieriger wird ja meine Situation. Weil ich muss ja da hoch, wenn ich long gehe. Und deshalb muss ich möglichst weit unten einsteigen in dieser Range. Das heißt, wenn ich so eine Riesenkerze habe, wo ich hier einen Umkehrstab habe und dann einzusteigen, könnte das schon zu spät sein. Das heißt, wenn ich hier einsteige, habe ich ja das mögliche Potenzial, um den Anstieg der darin sich befindenden Aktien hier, sage ich mal, schon mit dem Teilverkauf, sage ich mal, mein Risiko zu reduzieren. Ja. Und wenn dann der 20er drüber läuft, habe ich dort auch noch einen Widerstand gegen mich. Und das nächste Szenario, was dann passiert, wäre dann wieder ein Abdrehen und das war ich schon wieder hier drauf schauen. So. Und das muss ich halt wissen, das ist halt meine letzte Chance. Das Bollinger Band, das untere wird wahrscheinlich dann auch hier sein. Meine letzte Chance im Endeffekt, hier so einen Up-Move zu bekommen. Und die Umkehrsituationen, die immer wieder die gleichen sind, sind ja extremer Abverkauf. Ja, bis an die untere Grenze, bis die Volatilität ausgedehnt ist, weites Bollinger Band, dann der Anstieg wieder, das heißt die Aufnahme von Positionen, Glattstellung von Short-Positionen, der Markt kommt kurzfristig wieder nach oben und hat dann halt, sag ich mal, die einzelnen Widerstände abzuarbeiten, wie das Volumen hoch hier, diese gestrichelte Linie, oder der 20er, der dann genau vielleicht diese Bewegung macht. Und das ist immer das gleiche Spiel. Das sieht im Moment ein bisschen kritischer aus, logischerweise, weil so eine Korrektur in der Form haben wir noch gar nicht so gehabt. Es wurde ja seitwärts abgearbeitet über die Zeit, ja, seitwärts über die Zeit, über den Preis, so wie hier jetzt, wurde eigentlich noch nicht so viel abgearbeitet. Und das ist schon ein kleiner Unterschied, weil über die Zeit ja letztendlich keiner bereit ist, niedrige Preise zu akzeptieren. Und keiner hat auch Preise bekommen letztendlich. Und die wurden halt dann in der kleineren Korrektur nachgekauft. Jetzt ist es so, dass Leute auch bereit sind, die Werte abzugeben zu niedrigen Kursen und andere aber noch nicht bereit sind, zu diesem Preis extrem zu kaufen. Ja. Und was passiert das in der Situation? Wenn keiner bereit ist, 155 zu bezahlen, dann ist derjenige, der in dem Markt drin ist, bereit, vielleicht 154 zu geben und wenn es gar nicht mehr geht, vielleicht auch schon wieder 150. Und damit kommt dann vielleicht wieder Kaufinteresse, wo man sagt, okay, 150, da sind wir doch im Bereich, dann nehme ich das auch gerne wieder. Und dann kommt so eine Unterschiede zustande wie ein seitlicher Verlauf. Ne? Seitlich, seitlich, seitlich. Und jetzt ist die Situation aber eine andere. Wir sind nicht mehr seitlich. Wir sind ja nicht auf der Zeitebene korrektiv unterwegs, sondern auf der Preisebene. Und deswegen kann sich da
bei dem Markt etwas ändern. Wenn ich hier unten einsteige, muss ich damit rechnen, dass die Rutsche hier oben schon etwas später zu Ende ist. Deswegen ist es ratsam zu schauen, einen Markt zu nehmen, der das nicht, diese Situation vor sich hat. Und das ist sonderlicherweise in dem Fall der DAX Future, denn der hat das nicht vor sich, der hat nichts vor sich. Der ist halt relativ teuer, ja, aber ich weiß ja nie, kann auch bei 17.000 irgendwann stehen. Das weiß ich vorher nie. Ich muss mir eine Situation suchen, wo ich einsteigen kann. Und hier habe ich halt einen kumulativen Punkt, wie 20er, der da ungefähr auflaufen wird. Ich habe Kerzen, die relativ lange Lunten haben und keine Dochte, extrem hoch, bis auf diese Umkehrsituation. Und ich habe ein unterstützendes Volumen im Bereich von 14.400. Also DAX wäre da jetzt nicht so was Falsches. Kurzen Blick auf den S&P 500. Ja, der reißt auch keine Bäume aus. Schauen wir uns mal die Woche an. Ganz mal klein hier oben. Da sehen wir, haben wir so ein minimales Doppeltop mit leichtem Ausbruch. Ja, also wer hier den Ausbruch gehandelt hat, der wurde wieder, sage ich mal, verarscht, kann man nicht sagen, aber vom falschen Fuß erwischt, geht wieder runter. Seitlich ist jetzt im Endeffekt gar nichts mehr. Die Dynamik ist irgendwie raus. Das obere Bollinger Band wurde lange schon nicht mehr berührt. Das heißt, die geht so eher in die Seitwärtsphase über. Für mich jetzt kein Markt, wo ich jetzt irgendwie sage, ja, jetzt muss ich da rein. Blick aufs Volumen hilft mir immer. Ja, da ist das Volumen hoch. Schauen wir uns an. Da die Kerze. Das heißt, hier unten ist ein schöner Unterstützungsbereich. Der ist aber noch weit weg. Der fängt auch beim oberen Teil dieser Kerze an. Ja. Und dann haben wir hier noch einen Bereich und da noch eine Kerze. Und genau hier arbeiten wir uns jetzt ab, ja, in diesem Bereich. Und die Umkehr fing jetzt endlich an diesem Allzeithoch an. Und wenn ich jetzt hier einsteige, dann bin ich wieder im Endeffekt so ein Ausbruchstyp und handle nur noch diese Strecke bis zu diesem Hoch. Und das ist mir nichts. Oder lieber, wenn ich da rein muss, gibt aber bessere Märkte, wie wir eben gesehen haben, dann gehe ich eher hier unten rein, um dann die Range bis da oben schon mal wegzuschmeißen. Und wenn er dann durchgeht, gehe ich mit der Restposition letztendlich weiter. Also kein Markt, wo ich jetzt irgendwie mit dabei sein will. Öl, der war ja der Highflyer. Da sehen wir ja, was hat sich geändert. Immer wieder das Gleiche. Und da sieht man mal, wie schnell sich der Markt da verändert. Das ist hier der USO, der ETF. Super Markt gewesen die ganze Zeit. Ich habe gesagt, ja, Ölwerte immer mal reinschauen. Hier auch. Und dann kam zack, dieser Bereich runter unter dem 20er. Keine Korrektur mehr über die Zeit. Hier Zeitkorrektur, Zeitkorrektur. Hier wurde schon ein bisschen aktiver. Hier haben wir schon eine Preiskorrektur. Und jetzt haben wir hier mal einen Ansatz von einer Zeitkorrektur gehabt, der dann nach unten weggebrochen wurde. Und jetzt haben wir die gleiche Situation, die ich gesagt habe, die wir im Russell letztendlich haben. Wir sind unterm 20er Durchschnitt und der dreht schon ein bisschen nach unten. Man sieht es, ne? Ja, schauen wir mal. Dreht so nach unten. Das Bollinger Band geht kurz auf, bevor es dann nach oben geht. So, und wir haben im Endeffekt in ein, zwei Tagen die Korrektur gleich an den 20er rangemacht, nämlich die Phase hier. Und jetzt geht es im Endeffekt schon wieder nach unten und wir haben drunter geschlossen. Kein gutes Zeichen. Für mich immer Close-up unter dem unteren Bollinger Band nach so einem langen Aufwärtstrend bin ich immer sehr skeptisch. Denn was kann denn jetzt passieren? Na klar kann ich sagen, ja, der Markt geht einfach weiter. Was kann noch passieren? Weiß ich nicht. Aber was für ein Szenario ist wahrscheinlich? Dass der Markt ein letztes Mal nach oben geht und dann, wo wird er scheitern? An dem Tag, wo das hohe Volumen ist, da oben liegt es auf der Kerze, da, und dann ist das andere hohe Volumen in dieser Kerze, dann muss er sich hier rüber. Und zwar über das hohe Volumen, über den 20er. Und ich habe noch keine Umkehrsituation gefunden. Das heißt, hier auch diese Kerze wäre für mich jetzt nicht interessant gewesen, auch wenn es eine Stärke ist, weil ja das Potenzial für mich dort schon wieder begrenzt ist. Ne? An dieser Kerze kann dann halt mit diesem leichten Down-Gap und diesen 20er und dem hohen Volumen sind einfach zu viele Spieler gegen mich, sodass der Markt im Endeffekt jetzt für mich tot ist, für Long auf jeden Fall. Wenn er zurückkommt, nur für kurzfristig, brauche ich mir aber gar nicht angucken. Deswegen Öl ist jetzt einfach mal passé. War super, jetzt einfach vorbei.
Und was passieren kann mit Öl, ist im Endeffekt, geht nochmal hoch und verlagert sich dann eher nach unten oder in die Seitwärtsphase. Also für mich jetzt nichts, um Short zu gehen oder Long zu gehen. Den habe ich einfach gar nicht auf der Pfanne. TecDAX, ähnlich wie Nasdaq. Ja, schauen wir mal. Ja, wo war die letzte Bollinger Bandberührung, sage ich mir immer. War eher unten. Hier oben ist noch nichts passiert und da oben hat auch noch nicht berührt. Da war das letzte Mal der Kontakt oben. Der 20er dreht so ein bisschen seitwärts, geht aber eher nach unten. Wir sehen da im Endeffekt nichts Tolles. Hohes Volumen an dieser Kerze und da arbeiten wir uns auch ab letztendlich in diesem Bereich. Das ist jetzt auch nichts Neues. Ja, muss ich jetzt da unbedingt draufsetzen und sagen, alles ist wie vorher? Nö. Also hier ist auch die Range zu klein. Wenn ich hier unten reingehe bei 3.350 mit einer Umkehrsituation, dann müsste ich hier oben schon bei 3.400 die erste Hälfte meiner Position auflösen. Und dann weiß ich nicht, ob der Rest durchgeht. Gibt es bestimmt einen Markt, der besser aussieht, nämlich der DAX oben. Der würde mich dann eher interessieren, wo ich große Werte gar nicht so gerne handle, aber ist nun mal so. Die Fakten sprechen ja dafür. MDAX. Ja, braucht man nichts sagen. Da sind ja noch die Volumina eingezeichnet vom letzten Webinar, wo die erhöht waren. Und da hat sich jetzt wieder ein etwas hohes Volumen an dieser Kerze gebildet hier. Auch interessant. Und wir bewegen uns jetzt innerhalb dieser kleinen Range, ne? Dieser großen, dieser kleinen. Deswegen habe ich hier oben im Endeffekt gar nicht mehr so viel Positives für mich, sondern eher Negatives. Das heißt, wenn ich einsteigen würde, lieber dann hier unten, wenn da sich so eine Umkehrsituation bildet wie hier, um dennoch mal von einem Move zu profitieren, ist aber relativ auch eingeschränkt in der Seitwärtsbewegung. Ist auch kein Outperformer mehr, ja. Also ich handle gerne Märkte, die besser sind als die Benchmark, da steht er ja nicht mehr. Und der ist ja schon länger Underperformer, ne? Also das Zeichen hier, die rote Linie unter der blauen, zeigt mir an, dass der MDAX einfach schlechter ist als der Welt-ETF und warum soll ich mich dann mit dem MDAX beschäftigen? Ne? Nasdaq, mal eins der Highflyer, schauen wir mal, 12% Korrektur und 17% waren es nur annähernd. In derselben Zeit, wo der Russell 44% zugelegt hat, jetzt 12% mehr, 3% mehr korrigiert als der Russell als Vergleich, sieht doch auch nicht rosig aus. Ja? Ein letztes Szenario auch, Close unter dem unteren Bollinger Band, Rücklauf ran an den 20er. Schauen wir uns die Volumensituation an. Da ist Volumen erhöht etwas an der Kerze. Genau da in diesem Bereich läuft er nochmal hoch. Dann haben wir hier unten die starke Volumenzunahme. So, und genau diese Range hat er abgearbeitet, geht drüber und liegt jetzt hier oben drauf. So, und jetzt, ja, was will ich da jetzt handeln? Markt geht nach unten, Bollinger Band kommt runter, sieht nach einer Seitwärtsphase aus, der Markt staucht sich. Und wenn ich da irgendwas handeln möchte, brauche ich mich gar nicht mit beschäftigen eigentlich. Aber zur Analyse sollte man das machen. Normalerweise gucke ich mir das gar nicht weiter an, das ist uninteressantes. Müsste ich ja eventuell hier eine Chance sehen. Markt kommt zurück, Umkehr schafft ab, damit ich hier ungefähr noch meinen Profit raushole. Geht er drunter? Dann versuche ich das eventuell nochmal hier, aber da bin ich dann sicherlich auch schon wieder im unteren Bollinger Band. Müsste ich also auch wieder zurückkommen und dann diese Phase nutzen, um dann hier schon wieder an dem hohen Volumen zu verkaufen. Also da gibt es bessere Märkte, deswegen Nasdaq muss man nicht haben in dem Fall. Und man sieht das auch im SDAX, ja, auch nicht so. War auch ein mega guter Markt. Ne? Guck mal, schaut euch das mal an, was der SDAX, die kleinen deutschen Aktien konnten das genauso gut und besser performt teilweise als der Russell. Die aktuelle Situation sieht viel, viel schlechter aus. Ja. Immer an den hohen Situationen steigt so ein bisschen das hohe Volumen an. Wir haben Umkehrstäbe bei hohen Volumen. Ich hatte das ja schon im anderen Webinar gesagt. Ein neues Hoch, wieder schwach. Und jetzt kommt er gar nicht mehr daran. Die letzte Bollinger Bandberührung oben war schon ganz schön lange her. Hier in dem Umkehrstab, also sehr schwach. Hier gar nicht berührt, auch nicht berührt, hier auch schwach berührt. Und seitdem ist im Endeffekt einfach mal die Luft raus. So, will ich jetzt da den Pionier spielen und jetzt dort einsteigen? Nein.
Long ist das kein Markt. Wir sehen auch, die rote Lampe ist bei mir an auf der rechten Seite für Underperformer. Die Märkte gucke ich mir auch Long überhaupt nicht an. Für Short habe ich aber hier keine Anhaltspunkt, sondern nichts da. Keine Dynamik nach unten entstanden. Also von daher Füße stillhalten. Gold schauen wir uns mal drauf. Ja, also wenn der Gesamtmarkt fällt, sollte Gold eigentlich steigen. Wenn wir das uns im Tageschart ansehen, sehen wir den Verfall des Goldes. Ich glaube, das kam dem Anstieg des Bitcoins. Und auf der anderen Seite, sagen wir, vielleicht ist Bitcoin einfach das neue Gold. Von daher hat Gold im Moment Underperformer, hat auch kein Anzeichen, dass sich das hier irgendwie verbessert. So ein richtiger Sell-off mit extrem hohen Volumen hat hier nicht so stattgefunden. Wir haben zwar erhöhtes Volumen, aber es gab schon wesentlich höhere Volumina im Vergleich an Punkten, wo dann halt doch mal eine Umkehr kam. Das haben wir hier noch nicht erreicht. Und ja, das ist eigentlich eher so eine Short-Situation, wo man sagen kann, okay, könnte man einen Short probieren. Wenn ich immer eine Signale einschalte, kommt hier keins, weil schon zu lange weg. Es dauert einfach zu lange, bis der Short-Move hier einsetzt. Deswegen ist das ein bisschen gefährlich. Bei Shorts gehe ich lieber rein, wenn der Markt kurz korrigiert, so wie hier, und dann wieder in so eine Short-Richtung übergeht. Ist einfach schon zu lange. Und wir tänzeln hier um den 20er. Er sollte jetzt eigentlich scharf reagieren und nicht so langsam darüber. Deswegen, Gold kann interessant werden, aber noch nicht. Bollinger Band muss erst runterkommen. Für Long, sage ich mal, Bollinger Band kommt runter. Na, läuft hier zusammen. Bisschen Seitwärtsbewegung, schließt drüber. Könnte dann sein, dass Gold dreht. Im Moment ist es aber auf der Watchliste. Short ist es schon zu spät für mich. Einfach zu lange Korrektur. Ich mag diese kurzen eher. Dann wieder runter. Und Silber hat auch nicht seine Versprechung gehalten. Die Spekulation, dass hier Werte, sage ich mal, nach oben gepusht werden, so ähnlich wie bei GameStop, haben wir hier gesehen, ist aber einfach verpufft. Ich glaube, der Markt ist einfach nicht geeignet dafür. Es geht in der Aktie wahrscheinlich besser als im Rohstoffmarkt. Was sehen wir hier? Ja, den großen Volumenanstieg hatten wir quasi hier, ja, mit dem Hochfeierabend. Dann hier unten hatten wir ein erhöhtes Volumen und da sind wir jetzt gerade. Ganz interessant, an diesem kleinen Unterkehrstab dort. So, sind wir auch drunter. 20er kommt von oben. Hohe Widerstandskausalität, sage ich mal, kumulativer Punkt. Silber muss ich mir auch nicht angucken, weder für Long noch für Short. Die Märkte Silber und Gold handeln ja im Endeffekt auch lieber Long. Aber im Moment gibt es einfach nicht die Situation. Schauen wir mal kurz auf die EU-Branchen. EU-Sektoren, ja, die stärkste ist in dem Fall die Automobilbranche, sieht super aus. Das war ja auch die Ableitung für den Trade VW. Ja, das war ja vor ein paar Wochen da ungefähr in dem Bereich der Ausbruch. Und dann habe ich im Webinar gesagt, schaut euch doch mal die VW an. Kann man sehen beim letzten Webinar, VW, V3, V3. UW3. Zack. Da war hier das Signal. Vom Perlendorf ist nicht gezeichnet, sondern es ist hier wirklich ein Signal von mir. Und da habe ich gesagt, okay, mit einer kleinen Position kann man das versuchen. Es ist leicht ausgebrochen, kommt wieder zurück. Hat funktioniert in der Kausalität mit der Branche. Und Teilgewinnkauf mache ich persönlich immer nach 3 bis 4 Tagen aus dem Bollinger Band. Hier sind wir in ersten draußen, zweiten draußen, dritten draußen, vierten draußen, also in dem Bereich ein Teilverkauf. Und den Stop müsste man jetzt ranziehen. Würde ich jetzt einsteigen bei VW jetzt? Nein. Wo würde ich einsteigen? Wisst ihr selber. Kommt zurück im Endeffekt. Umkehrstab oder ein Fullbar. Dann wären wir wieder vom Risiko korrekt. Wo würde ich dann wieder verkaufen? Ungefähr in dem Bereich einen Teilverkauf machen und den Rest, weiß ich auch nicht, per Stop einfach nachziehen. So, und da wir im DAX ja die Herleitung ableiten wollten für eventuell eine Perle, die ich ja noch nicht gefunden habe, ist der DAX schon etwas korrigiert? Ja, könnte besser sein. VW ist es halt noch nicht, obwohl Autobranche ja oben ist.
Können wir ja mal durch den Screener EU den DAX jagen. Das geht relativ schnell. Statische Liste neu laden. EU-Indizes, den DAX, zack, da rein. Dann schreddert er mir den da durch. So. Hätte ich geschafft. Zack, so. Signalebene interessiert mich nur der Tag. Mich interessieren nur die Outperformer, also alles das, wo die grünen Lampen an sind, besser als die Benchmark DAX. DAX ist die Benchmark hier. Man sieht, die Aktien von der DAX sind doch besser als die anderen Indizes, die ja auch noch mit als Vergleich mit bei sind. Also warum soll ich die kaufen und warum soll ich eine Aktie kaufen wie die Covestro jetzt, die jetzt so aussieht? Warum soll ich die jetzt kaufen? Wenn ich doch hier oben eventuell ein Signal bekomme, und bei welcher Aktie bekomme ich das? Bei der Deutschen Bank im Moment. Man sieht hier ein Signal. Ist aber kein Autowert. Münchner Rück ist ein Versicherungswert, hat jetzt schon ein zweifaches Signal. Okay. Und nochmal eine Allianz hat auch ein Signal. Man sieht, das ist ein Branchenschwerpunkt. Das ist ein Fonds, der ist da nicht mit bei. BASF Chemie sind wir aber schon schlechter als die Benchmark. Okay, von der Situation her nicht so schlecht. Hier hohes Volumen gegen uns. Nein, nehme ich auf keinen Fall. Ist auch kein entsprechender Outperformer, wenn man das so möchte, zum DAX. Also schauen wir mal auf die BMW. Die hat zwar kein Signal. Da wäre man nicht gefüllt worden. Heidelberger Zement sieht ganz gut aus. Wir drehen jetzt mal eher den Ausbruch. Deutsche Bank. Volumen, wo ist das Volumen hoch? Was spricht gegen uns? Gegen den Trade. Da oben ist unten. Da, dann haben wir wieder hohes Volumen. Immer hier oben an den großen Ausbrüchen. Da hohes Volumen, da sind wir drin. Relativ eng das Ding. Sieht doch seitwärts aus. Sehe ich mich hier eher in so einem abarbeitenden Bereich, den würde ich nicht nehmen. Da eher die Versicherung, dann geht das ein bisschen besser. Da habe ich hier ein hohes Volumen. Das ist da, das ist ganz gut. Und zwar da, da sind wir aber drüber, kurz drunter, haben eine Drehsituation. Jetzt schließen wir drüber. Da, das heißt, wir haben da ein bisschen Range. Nicht so viel, können wir eventuell auf einen Durchbruch hoffen bis zu 282, da ist nämlich das Wochenhoch, da ist der nächste Widerstand. Wir sind ausgebrochen über den Widerstand bei 257, nämlich hier die beiden Hochs in der Woche, kommen jetzt wieder zurück. Ein Blick auf die Branche nochmal, und zwar, wo sind die Versicherungen? Ha, auf Platz Nummer 4, Versicherung. So, schauen wir uns das mal an, die Woche. Dann die Versicherung. Ja, auch da haben wir noch ein bisschen Platz. Ja, 10% ist jetzt nicht der Hit. Hier kommen wir schon ungefähr bei 32. In der Widerstandssituation begibt sich dahin, Outperformer zu werden. Ist auf Tag schon Outperformer, läuft gut. Hat hier, ist hier runtergekommen. Wie sieht die Volumensituation aus? Ja, ja, okay. Erhöhtes Volumen ist das jetzt hier nicht so großartig, aber da haben wir einen Unterstützungsbereich. Versicherung würde ich jetzt nicht so schlecht finden. Bank haben wir Widerstand davor. Reise- und Freizeit Widerstand davor. Also Versicherung ist nicht so schlecht. Medien, was haben wir da? Ja, ist auch ein Widerstand davor. Versicherung, okay. Versicherung, und dann haben wir ja gescreent. Münchner Rück oder Allianz. Kurz mal gucken. Nee, da Allianz ist der Unterschied, dass hier das hohe Volumen ist. Und zwar fast am Hoch doppelt. Und das habe ich jetzt gegen mich laufen. Dann nehme ich doch lieber die Münchner Rück. Gespannt. So. Da habe ich nicht so viel vom Gewinn. Ich würde eine kleinere Position nehmen bei der Münchner Rück. Spekuliere darauf, dass der weitergeht. Das heißt, ich würde hier oben den Teilverkauf etwas hier weiter oben hinlegen bei 270. Da spekuliere ich wirklich, dass er durchgeht. Ist nicht mein Stil, normalerweise davor, aber das bringt ja nichts. Das ist ja viel zu wenig. Also bei 270 würde ich ungefähr einen Teilverkauf machen, 269, 77. Und dann hoffen, dass der Rest weiter durchstartet.
Also die Situation hier finde ich schon mal nicht so schlecht. Okay, da haben wir ja doch noch eine Perle gefunden. Wenn ihr jetzt noch eine Aktie habt, dann könnt ihr die jetzt noch reinschreiben, weil ich habe jetzt noch 5 Minuten. Dann kann ich euch die auch mal im Chart zeigen von mir. Und dann könnt ihr euch schon mal ein Bild drüber machen. Was macht eigentlich die RWE so? Sieht nicht so toll aus. Wie das hier rüber schafft, das weiß ich gar nicht. Okay. Delivery Hero. Ja, der einstige Hero. Was macht der? Ja, was soll man dazu sagen? Volumensituation, diese Kerze hier. Da haben wir doch bei 104 eine Unterstützung, die geht bis 110 in diesem Bereich. Wir kamen ein bisschen drüber, fallen wieder zurück. Und wenn ich die handeln möchte, dann würde ich eher bei 104 einsteigen, als jetzt hier oben versuchen, bei 113 über dieses Hoch hinauszugehen. Die Aktie sieht aber an sich überhaupt nicht mehr schön aus, muss man mal dazu sagen. Ne? Wenn man den S50 sieht, der kommt auch von oben nach unten. Die Aktie ist auch kein Outperformer mehr. Also die Aktie hätte man verlassen müssen, wenn sie kein Performer mehr ist. Sieht man hier in den grünen Bereich. Ist sie grün, performt sie besser als der Index. Ist sie in den Rot, dann ist sie eher der Underperformer. Und dann will ich sie gar nicht haben, sondern nur, wenn sie grün leuchtet. Dann macht es noch Sinn, Trades aufzunehmen. Wenn sie rot leuchtet, macht es keinen Sinn mehr. So. Okay, dann bin ich soweit durch. Also heute mal live geperlt, würde ich sagen, eine Aktie zu finden, die wirklich noch den Kriterien entspricht. Wir haben den besten Index, den DAX Future, ja, der gut aussieht nach meinen Kriterien. Wir haben die Branche, wo auf Platz 4 die Versicherung steht. Auto ist noch nicht so weit, da muss noch ein bisschen Korrektur kommen. Dann werden die wahrscheinlich wieder als Signal auftauchen bei mir. Und dann hergeleitet Münchner Rück oder Allianz. In dem Fall würde ich eher mal Münchner Rück nehmen. Du hast dann noch eine Frage bekommen, Carsten. Oh, habe ich doch noch gehört. Was zeigt denn die grüne und die rote gepunktete Linie an? Ah, der Micha ist neugierig. Das ist neu beim Perlentaucher-Tool. Diese Linie hilft uns hergeleitet aus dem Depot. Also wenn ich einen Wert habe, gehe jetzt hier long zum Beispiel, mit diesem grünen, wenn sie Outperformer wird, dann ist das hier meine Hilfslinie. Und zwar die rote gestrichelte Linie zeigt mir dann an, wann ich darüber nachdenke, wenn sie berührt wird, also per Tief, quasi hier, wenn ich jetzt hier long bin, berührt sie diese Linie. Dann kriege ich einen Hinweis im Depot, der mir sagt, schau dir doch mal deine Stop-Regel an. Denn wir ziehen nicht unsere Stops bei jedem Pipifax hinterher, denn je mehr man sie nachzieht, desto öfter wird man ausgestoppt. Sondern nur in Situationen, wo die Volatilität anzeigt, dass dort eine Veränderung stattfindet. Also hier kriege ich eine Nachricht, dann schaue ich mir das an und sage, okay, hier ist ein Tief, wenn wir da runtergehen, wo ziehe ich meinen Stop hin? Dann ziehe ich meinen Stop in dem Fall nach. Ja. Könnte unter einem Tief sein, das würde ich in der Regel aber nie so weit machen, sondern würde dann schauen, was ist hier das nächste Ding. Würde ich sagen, mein Stop geht hier hin. So, geht er raus, berührt es hier wieder, nicht, da nicht, das ist tief, das kann ich gar nicht sehen, aber wenn es das wäre, schaue ich mir die Situation an, geht weit weg mit der Kerze, dort hinaus, dann setze ich den Stop etwas näher ran, geht raus, hier sehe ich einen Umkehrstab, hier werde ich alarmiert und da muss ich wachsam sein, Stop drunter und dann bin ich aus dieser Position wieder raus. Ja. Das ist im Endeffekt unser Stop-Nachzieh-Funktion für die Restposition. Für das Target haben wir quasi auch damit eine Hilfsposition, und zwar diese grüne Linie. Geht sie aus der Situation raus, oben aus der grünen Linie, kommt wieder rein, wird ein Stop reingezogen und dann wird man einen Teil mit der ersten Position verlassen. Also das ist im Endeffekt die grüne Linie, Hilfslinie Target, die rote Linie, Hilfslinie Stop. Eigene Erfindung. Hilft halt mal, ne? Gut fürs Regelwerk. Hoffentlich, die Frage ist beantwortet, Micha. Was es ist, kann ich dir aber nicht verraten. Aber es hilft. Und natürlich kann man auch die Situation im Markt einschätzen. Ne?
Also wenn ich die jetzt hier reinlege, die rote Linie, dann weiß ich ungefähr, wo ich bin, ne? Und etwas anders von der Volatilität als Bollinger Band, bisschen reaktiver und ich kann ungefähr meine erreichenswerten Ziele etwas mehr definieren unter Hilfenahme des Bollinger Bands auch noch, aber habe auch einen schönen Stop-Bereich, der mir sagt, nö, hier musst du jetzt mal aufpassen. Okay, ich muss lachen, ja. Das ist gut. Wieso hast du auch diese Linien drin? Okay, dann war es das wieder für heute und wir sehen uns am, das dauert diesmal ein bisschen länger, 28. April, glaube ich, wenn ich richtig liege, wieder. Freue ich mich auf eine neue Runde Perlentaucheranalyse und wir kommen in den Mai und ihr wisst, sell in May and go away. Mal sehen, ob es dieses Jahr auch wieder so ist oder ob sie uns da wieder einen Bärenhof binden. Denn ich sage immer, Statistik ist immer so gut, solange sie hält. Bayern München ist zwar auch oft deutscher Meister, aber es ist ja nicht immer geworden, nur weil sie von der Statistik her immer oben standen. Von daher bleibt es immer spannend und ich wünsche euch ganz besonders, ihr wisst, die Zeit ist nicht einfach, bleibt gesund, lasst euch den Humor nicht nehmen, das ist das Wichtigste und passt auf euer Geld auf. Von daher einen schönen Abend. Ich danke dir, Carsten. Auch nochmal ein Dank an alle Teilnehmer, die dabei waren heute im Webinar. Das nächste ist dann tatsächlich am 28. April. Ja, Genau. ich kann nicht viel wirklich ergänzen. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf und dann sehen wir Genau. uns wieder. Schönen Abend. Alles klar. Schönen Abend. Tschüss.